Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wie versprochen geht es jetzt weiter nach dem Spulenblock mit unserem kleinen Wandbehang für unser Nähzimmer. Und wie ihr sehen könnt, gibt es heute die Nähmaschine. Habe auch den Zuschnitt wie so oft schon vorbereitet. Genau. Das ist mein Hintergrund, das ist die Nähmaschine, das sind die Teile, die wir dazu brauchen. Also ihr seht, wir brauchen nur 1, 2, 3, 4, 5 Prints und einen Hintergrund. 1, 2, 3, 4, 5, genau. 5 Prints und einen Hintergrund. Bei mir ist das Graue der Hintergrund, weil ich die Nähmaschine gerne in Rot haben wollte. Und Grau und Rot, wisst ihr, passt immer super. Das ist die Spule des Teil L. Ja, und dann lasst uns starten mit den ersten Arbeitsschritten. Es kann sein, dass es wirklich abgekürzt ist. Ich zeige euch nicht das Zusammennähen der Nähte. Das wisst ihr, wie das geht. Ich lege euch die ersten Schritte zusammen und nähen. Das mache ich dann ohne Kamera. Das brauchen wir nicht mehr zu zeigen, die einzelnen Nähte zu nähen. Nur nachher, wie es zusammengestellt wird. Das zeige ich euch dann. Wichtig ist ja immer der Zuschnitt. Und welche Teile an welches Teil kommt. So, das ist für mich immer wichtig. So, alles andere, die Näharbeiten, das können wir, glaube ich. Wer hier schon eine Weile ist, der ist nicht unbedingt ein Anfänger. Und wenn ja, ist es oft so detailliert erklärt, dass man das wirklich Stück für Stück nacharbeiten kann. So sind zumindest die Kommentare. So, also, lasst uns starten. Ich zeige euch die ersten Schritte und dann, wie es weitergeht. So, als erstes werden die Teile genäht. Ich habe noch mal ein Bild davon gemacht und blende das jetzt mal hier oben ein. Dann könnt ihr euch das anhalten, das Video. Also erst die drei, dann die und dann werden die beiden Sektionen hier aneinander genäht. Das mache ich jetzt und zeige euch nachher, wie es aussieht. So, meine eben genähten Teile sind fertig und ich habe das an das genäht jetzt hier, sodass das lange hier abschließt. Und jetzt kommt hier ganz oben das Teil Z hin. Und dann anschließend hier das Teil Q. Und wir nutzen für alle Nähte wie immer ein Viertel Inch. So darf das jetzt aussehen. Das ist das Teil Z, das schmale Streifen hier oben und Q ist rechts. So. So, als nächstes nehmen wir das Teil O und legen das Teil B rechts aufeinander, zeichnen uns diagonale Linie, so wie ihr das hier seht. Dann K, 6 und I, die kommen so aneinander. Und dann zeige ich euch, wie die drei Teile zusammengenäht werden. Jetzt lege ich mir mein Teil O und B, das lege ich mir so hin, dass es nach unten zeigt und dass das Gelbe jetzt hier ran zeigt. So, und H kommt dann unten ran, das ist quasi die Nähmaschinennadel. So sieht das ganze Dingens jetzt aus. Wir haben jetzt schon ein bisschen was geschafft. Es ist sehr fummelig und wenn dir der Block zu fummelig ist, dann kannst du den auch in Originalgröße machen. Ich glaube, der ist 16,5 mal irgendwas. Ich weiß nicht, das ist sehr groß, finde ich. So, im nächsten Schritt nehmen wir uns das Teil A, das ist ein Hintergrund, und so ein kleines Schnipselchen hier, das ist das Teil Y, und arbeiten wieder so eine Ecke wie eben. Und das oben kommt das Teil 1 ran. So, das ist der nächste Schritt. T kommt an das Teil 2 und U wird oben dran genäht. So, das sind unsere fertigen Teile. Das ist das, was wir eben gemacht haben. Das ist das andere Teil, das ist dieses Teil. Das ist das, was wir fast zuerst gemacht haben und das. Also wir nähen als erstes die zusammen, die beiden, die drei, dann das, dann kommt das Teil S, das Nähmaschinenteil, und dann kommt schon dieses Teil oben ran. Na ja, so langsam kann man erkennen, dass es eine Nähmaschine wird, ne? Irgendwie. Also jetzt die beiden und dann das und das. So darf das ganze Ding jetzt aussehen. Und hier habe ich ein bisschen gepatzt, macht nichts, das ist jetzt so. Dann zeige ich euch gerne die nächsten Teile, die wir noch nähen. Das wären die nächsten Teile, die wir zusammen nähen dürfen, so wie sie hier liegen. Macht euch wieder ein Screenshot, wenn ihr mögt. J, V, G, dann erst das Teil 5 und P, dann wird das aneinander genäht und dann kommt das Teil W ganz außen ran. So, die Teile sind jetzt fertig. Das obere Teil habe ich jetzt auch fertig, oder das untere Teil eigentlich, das kommt nach unten so. Aber erst nähe ich Teil D an die rechte Seite, hier wo die Nähmaschine ist, oder wo die Nähmaschinennadel ist,
Und das ist sozusagen quasi das Handrad, das kommt natürlich auf die linke Seite. Die beiden nähe ich erst an und dann das untere Teil. Das als erstes und dann außen als Rand jeweils ein Teil F. So, das ist jetzt mein fertiger Mini-Snapshot-Nähmaschinenblock. Das ärgert mich hier ein kleines bisschen, aber ich lasse es jetzt trotzdem so. Mal sehen, ob ich da noch eine Blume draufstecke oder irgendwas mache, ich weiß noch nicht. Aber der Block gefällt mir und ich bin froh, dass ich mich an die Schnipselei herangetraut habe. Ja. Und mal sehen, was wir als nächstes machen. Ich glaube, entweder ist es die Schere oder das Cuttermesser. Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, eine Schere eher. Freue mich aufs nächste Mal und freue mich auch drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Schaut gerne vorbei und schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ihr findet den sicherlich mit einem Hashtag auf Instagram. Also habt Dank fürs Anschauen. Und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.